Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Huawei P9 Smartphone, welches in einigen Tagen auf den Markt kommen soll. Ich habe es jetzt schon erhalten, kann mir deswegen schon einen ersten Eindruck darüber machen und natürlich mir die neue Leica Dual Kamera anschauen, die das Smartphone erstmals verbaut hat. So sieht die Verpackung aus. Das ist, glaube ich, auch die finale Verpackung, wenn ich mich nicht irre. Und das kriegt ihr halt, wenn ihr dieses Smartphone kauft. Wir packen es mal kurz aus und heben mal den Deckel hier ab. Es ist die graue Version, also die dunklere Version. Wir haben ja einmal eine schwarze Front natürlich wieder und diese dunklere Version. Es gibt, glaube ich, noch das gleiche Smartphone in Silber. Im Lieferumfang ist natürlich der übliche Kram. Also wir haben hier einmal Kopfhörer, ein USB-Typ-C-Kabel, denn dieses Smartphone hat erstmals einen USB-Typ-C-Anschluss. Dann natürlich Ladeadapter, Papiere und das SIM-AEC-Tool. Das holen wir einfach mal raus, dann zeige ich euch gleich nochmal, was interessant ist. Die Verpackung packen wir zur Seite. Ist irgendwie so ein neuer Stoff, ein bisschen fühlt sich an wie Altpapier, wenn man das so Namen nennen möchte, so wie Karton halt. Also nicht wirklich hochwertig, aber die Verpackung interessiert uns auch nicht. Denn das Smartphone sieht eigentlich wirklich sehr hübsch aus. Also wir sehen es hier oben die Hörmuschel. Dann natürlich eine 8-Megapixel-Kamera. Das Huawei-Logo darf natürlich auch nicht fehlen. Schon einige Fingerabdrücke sind hier auch drauf, sehe ich gerade. Neu ist der Rahmen. Also das Smartphone besteht weiterhin aus Metall, also komplett aus Aluminium, was mir sehr gut gefällt. Aber der Rahmen wurde nochmals überarbeitet. Also Huawei ist es ja so, dass man von Generation zu Generation zu Generation immer wieder am Design arbeitet. Keine zu großen Sprünge macht, aber das vorhandene Design halt optimiert. Wenn man das Mate 7 von mir damals mal im Vergleich sieht zum Mate S und dann jetzt zum Huawei P9, ist das schon mal wieder ein Fortschritt. Denn das P8 war relativ kantig. Das fand ich ja nicht so schön. Das ist jetzt hier ein bisschen abgerundet. Also das merkt man zum Beispiel hier an den Seiten. Es ist nicht einfach nur abgekantet hier an der Seite, sondern es ist hier schon leicht abgerundet. Dann kommt die Kante, dann kommt nochmal die abgerundete Seite. Sieht man hier sehr schön und dann kommt noch mal die Kante und dann erst das Display. Also das ist hier wirklich sehr schön gestaltet, dass das Smartphone wirklich sehr angenehm in der Hand liegt. Der Nachteil daran, dass es halt so gut in der Hand liegt, ist aber auch, dass es vermutlich relativ leicht aus der Hand rutschen kann. Denn das ist natürlich Metall und deswegen auch relativ rutschig. Vorne haben wir ein 5,2 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung, also Full-HD-Auflösung hat sich nicht verändert. An der Seite haben wir dann einmal den Power-Button, der hier so eine leichte Struktur hat. Lautstärkeregelung, alles aus Metall, fühlt sich sehr gut an. Dann natürlich an der Unterseite einmal den Lautsprecher, einen USB-Typ-C-Anschluss, aber nur USB 2.0-Anbindung, Kopfhöreranschluss. Auf der linken Seite natürlich das SIM, den SIM-Slot, beziehungsweise den Kombi-Slot, ich hole ihn mal raus. Da können wir nämlich nicht nur eine SIM-Karte einlegen, also hier eine Nano-SIM-Karte, sondern auch eine Micro-SD-Karte. Leider in Deutschland natürlich wieder nicht mit Dual-SIM-Funktion. Also bei dem Smartphone hat man 32 GB internen Speicher, da hätte eigentlich auch eine Dual-SIM-Funktion integriert werden können, aber leider nicht. Selbst mit dem Hack, was man teilweise so im Internet liest für das Honor 7, funktioniert das nicht, da einfach die Pins fehlen im Smartphone und man dann kein Dual-SIM-Smartphone daraus machen kann. Oben haben wir dann nur noch ein, ich glaube, das ist ein zweites Mikrofon. Das erste Mikrofon war hier unten, weil es gibt davon ja auch noch das Huawei P9 Plus. Das hat noch ein bisschen mehr Features und gefällt mir sogar noch ein bisschen mehr. Aber das eventuell kriegen wir das dann irgendwie noch mal hin, dass ich mir das auch anschauen kann. Das ist halt jetzt das normale P9, welches jetzt auch so die Tage auf den Markt kommen soll. Und das P9 Plus ist halt mit 5,5 Zoll etwas größer. Da zeigt sich schon der schöne Klang. Schauen wir uns aber noch auf die Rückseite an. Einmal hier das Huawei-Logo natürlich. Endlich den Fingerabdruckscanner, den ich ja so liebe. Die Position, ich schau mal eben. Ja, liegt vielleicht minimal zu hoch, aber ich glaube, daran gewöhnt man sich. Weil bei dem P7 und P8 war jeweils der Fingerabdruckscanner nicht dabei, obwohl er natürlich bei Huawei sehr gut funktioniert. Also das habe ich dann halt nie wirklich verstanden. Dann halt hier hinter dieser schwarzen Blende aus Glas, würde ich vermuten, liegt die neue Leica Dual Kamera. Ich versuche das mal hier einzufangen. Also wir haben zwei Sensoren, die haben jeweils eine F2.2 Blende. Wir haben relativ große Pixel, um halt relativ viel Licht einzufangen. Dazu einen Laser-Autofokus, den man kaum sieht. Der befindet sich hier unter dem Dual-LED, jetzt vielleicht so ein bisschen unter dem Dual-LED-Blitz.
Und damit soll man halt schon sehr gute Fotos machen können mit besonderen Effekten. Also was da wie genau funktioniert, weiß ich nicht. In London haben die Besucher ja so einen kleinen Workshop mitgemacht, um fotografieren zu lernen mit diesem Dual-Sensor. Aber wir haben ja einmal einen RGB-Sensor und dann nochmal einen zweiten Sensor für Schwarz-Weiß-Bilder. Und durch die Kombination der beiden Sensoren sollen halt noch bessere Fotos entstehen. Ich werde es versuchen, ob ich damit gute Fotos machen kann, weiß ich nicht, aber ich kann mir das jetzt auch nicht so vorstellen, dass Huawei auf die Idee kommt, so eine komplizierte Kamera da einzubauen, dass die Ergebnisse halt sehr schlecht werden. Dann kann man das Smartphone natürlich hier einrichten. Ich habe es jetzt nicht vorher eingerichtet, das kam nämlich gerade erst. Ja, aber ich erzähle euch noch was zu den technischen Daten, denn wir haben hier den neuen Kirin 955 Prozessor. Ich glaube, der taktet sogar mit bis zu 2,5 GHz, aber weiß ich nicht genau. Erzähle ich euch dann im Benchmark-Test nochmal genau. Dann haben wir natürlich 3 GB RAM. Leider, das Plus kommt mit 4 GB RAM und 32 GB internen Speicher, den man erweitern kann. Ich glaube bis zu 200 GB, aber nagelt mich nicht drauf fest. Dann hat man natürlich ja, Android 6.0 als Betriebssystem, also das neueste Betriebssystem 6.0.1 Marshmallow und die neue Emotion UI 4.1 war das, glaube ich. Also nochmal eine neuere Version als beim Mate 8. Und das wirklich Gute ist, dass man halt, ja, dass man halt, was wollte ich jetzt genau sagen? Genau, dass man jetzt einen größeren Akku hat. Das ist nämlich für mich mit einer der wichtigsten Punkte. Das Smartphone ist zwar nicht wirklich viel dicker geworden, also wir haben jetzt hier eine Dicke von 6,95 mm und ein Gewicht von 144 Gramm. Aber der Akku ist mit 3000 mAh deutlich größer geworden, was mir persönlich, denke ich mal, eine deutlich bessere Laufzeit bringen könnte, denn das Mate S mit 2600 mAh Akku kommt schon auf über einen Tag mit der Beta-Firmware von Android 6.0 und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich hier schon 1,5 Tage durchkomme und das Smartphone deswegen nochmal, ich zumindest nochmal besser finde. Ja, ansonsten werde ich mir die Sachen natürlich mal anschauen. LTE, der ganze Quatsch ist natürlich dabei, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, also alles mit dabei, was man so haben kann. Wie das mit der Software aussieht, wie die Performance ausfällt, wie die Kamera sich schlägt, wie die Akkulaufzeit ausfällt und was die ja und was das Smartphone alles sonst noch so schön ist, kann wasserdicht ist es in dem Fall nicht. Das wäre natürlich nicht schlecht im Vergleich zum Samsung Galaxy S6, aber das Smartphone, das Huawei P9 kostet auch nur 569 Euro. Muss man sich überlegen, das S7 kostet 699 Euro. Ja, das war so der erste Eindruck, der wirklich positiv für mich ausfällt, des Huawei P9. Ich bin ja sowieso ein Huawei-Fan, mache ich gar keinen Hehl draus. Also ich mag Huawei-Smartphones, natürlich auch die Oberfläche. Das Huawei P9 ist aber nicht mein Favorit. Also besonders das Huawei P9 Plus mit AMOLED-Display, dann natürlich noch einem größeren Akku, 3400 mAh, 64 GB gibt es direkt, 4 GB RAM. Dann haben wir zwei Lautsprecher. Hier ist es nur ein Lautsprecher. Beim Huawei P9 Plus ist ein zweiter Lautsprecher auch noch in der Hörmuschel. Das finde ich super gut. Dann ein Infrarot-Blaster ist noch dabei. Also, und das Smartphone kostet dann aber auch 699 Euro. Kommt aber auch erst später. Also mal schauen. P9 nicht schlecht, aber P9 Plus könnte, glaube ich, noch mal eine deutliche Spur besser werden. Aber soweit der erste Eindruck vom P9. Wenn es Fragen dazu gibt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.